schwierige Frage. Zum Beispiel wir zwei. Alles das, was ich im Augenblick nicht habe. Den da? Ja. Hm? Wenn ich dieses Jahr aufs Forst kann und danach trotzdem noch am Montag meine Prüfung bestehe. Ach, mit dem Enkelkind spazieren gehen. Frau, wie du. Nur was zu trinken, was zu essen haben. Ein Dach über dem Kopf. Wenn man zum Beispiel nicht genug Geld hat, um sich ein Haus zu kaufen und doch zu dem Haus kommt. Am Ende kann man dann schön drin wohnen. Vielleicht wird das er hier, der Rollstuhlfahrer eines Tages, vielleicht mal wieder laufen kann. Ne? Ein Zustand, wo ich keine Wünsche mehr offen habe. Dann ist das vielleicht so eine Hochstimmung, in die man verfällt. Die Abwesenheit von Schmerz und von Sehnsucht. To feel in harmony with myself. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich irgendwie so an, als könnte man einfach frei atmen. Wenn man oben im Himmel fliegen kann, wie ein Vogel. Wenn man dann innerlich so übersprudelt, wenn man so plötzlich einen totalen Schwall hat von Gefühlen, Emotionen. Dass es nur ein Momentsache ist. Es sind so kleine Mosaiksteinchen. Manchmal ist es ganz kurz. Muss man haben. Weiß ich nicht. Mach mir keine Gedanken. Wenn das umfassend gut geht. Ja. Gut, reicht das? Dass man gesund bleibt, ne?